Verdammt nochmal, Tom, wenn ich dir sage, du sollst an deinem Zweikampfverhalten arbeiten, dann heißt das nicht, du sollst deinen Gegner ummähen. Und schon gar nicht im Training. Los, steh auf. Schluss für heute. Wir treffen uns im Mittelkreis. Also Leute, wenn ich euch so zuschaue und mir vorstelle, ihr werdet am Sonntag bayerischer Jugendmeister, dann kann ich nur sagen, armes Bayern. Die Nürnberger werden euch auseinandernehmen. Und dann noch was. Wenn hier jemand glaubt, sein eigenes Süppchen kochen zu können, dann kann er sich das Spiel gleich von draußen anschauen. Als erstes stellen wir ab morgen die Aufstellung um. Tor ist klar, Abwehr auch. Obwohl du, Sven, mir einen waschechten Vorstopper machst. Mittelfeld, Reinhold, Bert, Michael. Zentrale Position, Alex. Und ich? Du spielst Mittelstürmer. Einer muss ja die Tore schießen. Der Andi hilft dir dabei als hängende Spitze. Soll das heißen, ich bleib draußen? Mensch, Tom, ich hab dir doch schon gestern gesagt, dass ich dich bestenfalls als Joker gebrauchen kann. Du hast Ballgefühl, Kondition, Kraft, alles, ich weiß. Aber Fußball ist nun mal ein Mannschaftssport und du bist nur einer von 11. Und wenn du das nicht kapierst, dann geh boxen. Also Leute, Schluss für heute. Schleicht euch. Du hast mal einmal im Spiel da. Henrik? Ja? Komm nachher in mein Büro. Ich hab mit dir zu reden. Okay. Mein Sohn ist der bessere Fußballer. Und er hat sich um den Verein verdient gemacht. Und Sie verhindern jetzt seine Profikarriere. Herr Kammer, Tom ist einer von 11. Er muss endlich Disziplin lernen. Er muss lernen, sich... Ja, bitte, Herr Heim. Sie wollten mir sprechen? Jetzt nicht, einen Augenblick noch, ja? Herr Kammer, ich muss Sie bitten, sich zu beruhigen. Bitte leiser, ja? Von Ihnen lasse ich mir den Mund noch lange nicht verbieten. Also bitte schreien Sie hier nicht so rum. Ich schreie hier rum, solange ich will. Dann muss ich Sie bitten, mein Büro zu verlassen. Das werden Sie noch bereuen. Das werden Sie noch bereuen. Herr Kammer, ich lasse Ihnen diesen Ton nicht mit mir. Halten Sie den Mund. Sie werden meinen Sohn nicht kaputt machen, das sage ich Ihnen. Sie nicht. Also sowas habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Was bildet sich der ein? War das der Vater von Tom? Der hat sie nicht mehr alle. Und warum haben die keine Eltern mehr? Ja, die meisten Kinder haben schon Eltern, aber die verdienen so wenig Geld, dass sie ihnen nichts zu essen kaufen können. Viele leben auf dem Land und haben keine Arbeit. Und darum setzen sie ihre Kinder aus. Was heißt aussetzen? Das weißt du doch. Du kennst doch das Märchen von Hänsel und Gretel. Natürlich kenne ich das. Ja. Da bringen die Eltern die Kinder in den Wald und lassen sie dort allein zurück. Das nennt man Aussetzen. Nur da ist es kein Wald, sondern eine große Stadt. So wie Rio de Janeiro oder Sao Paulo. Ein Steinwald, genau. Mein lieber Henrik, ich glaube, du bist jemand, der mit Druck nicht so gut umgehen kann. Ja, das stimmt. Ja, dann musst du es lernen. Natürlich ist das Druck und du musst ihn aushalten. Ja. Das ist nicht irgendein Spiel. Das ist das Spiel um die bayerische B-Jugendmeisterschaft. Und da sitzen der Gerland und der Gerd Müller auf der Tribüne. Und die schauen dir auf die Füße. Und jeden Fehler, den du machst, und jede Sekunde, die du nicht voll da bist, registrieren die. Ich weiß. Bei diesem Spiel geht es um deine Zukunft beim Verein. Und um meine. Ich will nämlich nicht ewig Jugendtrainer bleiben. Und ob ich das bleibe oder nicht, das liegt auch an dir. Warum erzählen Sie mir das alles? Weil ich will, dass du den Druck spürst. Ich spüre ihn doch. Ja, das hoffe ich. Am Sonntag spürst du ihn bestimmt. Und wenn du bis dahin nicht gelernt hast, damit umzugehen, ist es zu spät. Henrik, wenn du wirklich Profi werden willst, schlägt jetzt deine Stunde. Sekt oder Selters? Thank you.
Kunden machen, Detektiv. Hey, Henrik. Das war toll. War das der Schwan? Das war der Feuervogel. Machen wir heute noch was? Ich habe jetzt keine Zeit. Wir machen noch Kritik. Dauert das lang? Ja, wahrscheinlich schon. Außerdem muss ich noch ein paar Sachen mit meiner Lehrerin besprechen. Vor 7 komme ich hier nicht raus. Mhm. Komm doch heute Abend mal vorbei. So um 8? Okay. Okay. Tobias, weißt du eigentlich, dass in Brasilien viele, viele Kinder ausgesetzt werden, wie Hänsel und Gretel? Ja, ja, natürlich. Wo wohnen die denn? Na, auf der Straße. Auf der Straße? Auf der Straße kann man doch gar nicht wohnen. Ja, wo würdest du denn wohnen, wenn du kein Zuhause hättest? Ja, aber Philipp. Und wenn der keins hätte? Dann würden wir uns eine Höhle bauen. Ja, und wenn ihr mal Hunger habt, was isst ihr dann? Na, siehst du? So einfach ist das nämlich nicht. Und darum haben wir in der Schule eine Gruppe gegründet, um den Kindern in Brasilien zu helfen. Da machen wir am Sonntag zum Beispiel in der Schule einen Bazar und verkaufen altes Spielzeug und gebastelte Sachen. Und das Geld schicken wir dann nach Brasilien. Zu den Kindern? Mhm. Zu Leuten, die den Kindern helfen. Hi. Und die dann Krankenhäuser bauen und Schulen. Wie war's beim Training? Wie war's denn im Training? Beschissen, ich spiele Mittelstürmer. Wieso? Das ist doch super. Am Anfang haben mich auch gefreut, aber irgendwie ist die Stimmung nicht so toll. Der Dreier hat den Tom auf die Ersatzbank geschickt und wir haben bis Sonntag nur noch 2-mal Training. Wann soll ich mich denn da einspielen? Na, jedenfalls bist du es erstmal. Da kannst du auch stolz drauf sein, ne? Toll. Du, Alicia? Mhm. Warum holt ihr die Kinder nicht einfach her, so wie mich? Hier gibt's doch schon Schulen und Krankenhäuser und Kindergärten. Und ja, Papa? Du, das sind Fragen, die können dir nur die Politiker beantworten. Ich muss noch mal weg. Was? Du hast doch Spüldienst. Guten Abend, Frau Obermeier. Ist Claire da? Ja, Corinne. Dankeschön. Häng deine Jacke da einfach hin. Ist das kalt? Nicht so schlimm. Was macht die Schule? Ja, geht ganz gut. Claire ist in dem Zimmer. Dankeschön. Klassische Musik ist nicht so mein Fall. Hast du was dagegen, wenn ich was anderes reintue? Von mir aus? Henrik? Hm? Wenn du ein Angebot bekommen würdest, aus Hamburg oder Dortmund, da würdest du hingehen, oder? Ich meine, wenn es ein wirklich gutes Angebot wäre. Erstens kriege ich kein Angebot und zweitens, nein. Du bist mir wichtiger und das weißt du auch. Hast du Angst, dass ich abhaue oder was? Nein. Das brauchst du auch nicht. Ich liebe dich. Ich würde dich niemals verlassen, für nichts auf der Welt. Was ist denn? Nichts. Was hast du denn? Nein, es ist wirklich nichts. Natürlich, glaubst du, ich merke das nicht? Was ist denn los? Es ist wirklich nichts. Ich glaube nur, wenn du ein Angebot hättest, vom HSV zum Beispiel, dass du da hingehen würdest. Ohne mich. Nein. Doch. Und es wäre auch richtig so. Ich meine, du musst deinen Weg gehen. Quatsch. Traust du mir nicht mehr? Doch. Ja, anscheinend nicht. Ich muss meinen eigenen Weg gehen, so ein Blödsinn. Ich meine, wir sind jung. Und auch wenn wir uns lieb haben, da gibt es trotzdem Dinge, die uns wichtiger sein müssen. Und welche? Alles, was mit unserer Zukunft zu tun hat. Wer hat es mit uns denn keine Zukunft? Doch, aber wieso sagst du es mir nicht einfach? Was denn? Dass du mich liebst und dass ich dir viel bedeute. Aber dass du, wenn was kommt, was dir wichtiger ist, dass
du mich denn einfach verlässt? Das wäre doch viel ehrlicher, oder? Da können wir so lange beieinander bleiben, wie es eben geht. Mir ist nichts wichtiger als du. Und Fußball schon gar nicht. Das glaube ich dir nicht. Wie bitte? Das glaube ich dir nicht. Moment. Ich sage, ich liebe dich. Und du sagst, ich lüge dich an. Ist das richtig so? Ach, Henrik, komm. Scheiße. Da erlebt man mal was Schönes und glaubt, die Freundin ist für einen da und freut sich vielleicht und dann beschimpft sie einen. Ist doch wirklich zum Kotzen. Das war aber ein kurzer Besuch. Mir hat's gereicht. Auf Wiedersehen. Hast du es ihm gesagt? Du, Alicia? Hm? Ich glaube, ich kann heute gar nicht einschlafen, weil ich immer an die Kinder in Brasilien denken muss. Schlafen die jetzt auch? Noch nicht, aber bald. Was wäre eigentlich, wenn Mama mich nicht adoptiert hätte? Dann hätten dich vielleicht andere Leute adoptiert. Oder du wärst in den Favelas gelandet. Was ist die Favelas? Die Favelas, das ist eine Gegend, wo nur arme Leute wohnen. Die haben keine Häuser, sondern nur so Hütten mit Pappe und Wellblech. Du, Alicia, warum hat Mama mich adoptiert und nicht jemand anderes? Weil du Glück gehabt hast. Wieso? Naja, sie hätte auch irgendein anderes Kind adoptieren können. Das war wirklich Zufall. Und dann hat Tobias dich adoptiert. Also eigentlich hattest du sogar zweimal Glück. Das finde ich gemein, dass die anderen Kinder in Brasilien nicht so ein Glück gehabt haben. Das ist es auch. Und darum müssen die, denen es besser geht, den anderen Menschen helfen. Du auch. Ich? Ja, klar. Du kannst was für unseren Bazar basteln. Was denn? Ach, da wird uns schon was einfallen. Darüber denken wir morgen nach. So, und jetzt wird geschlafen. Nacht. Du, Alicia? Ja? Wenn ich groß bin, will ich ganz viel Geld verdienen und alles den armen Kindern schenken. Das ist ein guter Plan. Rat mal, mit welchem Beruf man am meisten Geld verdienen kann. Hat mir Philipp heute gesagt. Vielleicht Popstar? Nein. Aktienhändler? Mm-mm. Dann sag's mir. Millionär. Gute Nacht. Hallo Henrik, was willst du trinken? Ein Mineralwasser, bitte. Hi. Hi. Ich glaube, ich habe mich gestern wohl ziemlich blöd benommen. Was war denn los? Mensch, ich weiß auch nicht. Danke. Lass uns nicht mehr drüber reden, ja? Es tut mir leid, dass ich so einfach abgehauen bin, aber ich war bitte. So... Okay. Training? Klar, wie immer. Und, was macht die Meisterschaft? Ja, es geht so. Ich glaube, die erwarten sich alle ein bisschen viel von mir. Ich habe noch nie Mittelstürmer gespielt, ist doch klar, dass ich Fehler mache. Ja, natürlich. Der Dreier macht mir einen riesen Stress. Ich glaube, der meinte, ich pack's nicht. Natürlich pack ich, sonst würde ich's ja nicht machen. Ich will, dass du den Druck spürst. Mein Gott, das ist ein Fußballspiel und nicht der dritte Weltkrieg. Tut mir leid, wenn ich dich langweile. Was? Nein, nein. Ich bin einfach nicht der Typ, der seiner Freundin schlüpfrige Witze ins Ohr flüstert. Entschuldigung, damit kann ich nicht dienen. Mensch, Henrik, ich hab dir die ganze Zeit zugehört. Ich dachte nur, wenn ich mal streng rübersehe, dann sind die vielleicht nicht so laut. Hat wohl nichts gebracht. Hast du was aus Stuttgart gehört? Nein. Dann kannst du es auch vergessen. Tja, wer weiß. Die Absagen schreiben sie immer als letztes. Sei froh, Stuttgart ist ein Kaff. Ja, warst du schon mal da? Nee. Na, so schlimm ist es gar nicht. Und die John-Krenko-Akademie ist eine der besten Schulen in Deutschland. Das war doch wieder so eine Idee von deiner Mutter. Meine Tochter wird prima Ballerina. Naja,
wird ja sowieso nichts. Wieso? Wie viele melden sich denn da jedes Jahr an? 600. Ja, und wie viele werden genommen? 15. Wie viel Prozent sind das? Ich möchte bitte, dass du das selbst ausrechnest. Und ich möchte, dass du bei mir bleibst. Heile Landschaft, das muss man immer wieder sagen. Ja, was siehst du? Deine Zukunft? Nein, Berge, nichts als Berge. Was ist denn los? Ich weiß auch nicht. Was hast du denn? Oh, Henrik, ich hab dich so lieb. Ich dich auch. Sind aber schön geworden. Verkaufe ich auf dem Bazar für 50 Pfennig. Das ist viel zu wenig. Dafür kannst du mindestens 5 Mark nehmen. So viel? Ja klar, ist doch was ganz Besonderes. Ich habe eine Überraschung für dich. Schau mal. Wer ist denn das? Das ist Mario. Der wohnt in Sao Paulo und hat keine Eltern mehr. Oh. Ah, könntest du mir bitte sagen, wo meine Farben sind? Kannst du mir sagen, wo unsere Teller sind? Deine Spülmaschine natürlich. Nein, sind sie eben nicht. Ich hab Luft aufgerufen. Was ist hier denn so weit? Carlos bemalt die Teller für den Bazar. Guck mal, Tobias. Für den Bazar? Tobias, unsere Teller. Das ist Mario. Von was sollen wir essen? Ja, und was soll das? Der ist genauso alt wie ich und hat keine Eltern. Und deswegen hat er auch nichts zu essen. Jetzt braucht er einen, der ihm jeden Monat 50 Mark gibt, um Essen zu kaufen. Das ist doch auf deinem Mist gewachsen. Nö. Die Adresse ist von unserer Kontaktgruppe in Sao Paulo. Wir suchen einen Paten für ihn. Ah. Und der Pate, das bin ich. Hm? Nein, ich bin der Pate. Ja, ja, du bist der Pate, aber ich zahle die 50 Mark. Mhm. So. Und warum hast du das ganze Geschirr bemalt? Die verkaufe ich doch auf einem Bazar für 5 Mark für einen Teller. Das ist aber mein Erbgeschirr. Erbgeschirr? Ja, das habe ich geerbt, das Geschirr. Also, pass auf. Ich mache den Vorschlag. 50 Mark sind viel Geld. Wenn du die haben willst jeden Monat von mir, dann musst du dafür was tun. Ich tue alles, was du willst. Mhm. Als erstes bringst du meine Farben wieder zurück. Und wenn du sie wieder mal haben willst, dann frag mich bitte vorher. Ja? Zweitens, du räumst hier diesen ganzen Saustall auf. Mhm. Und drittens, du wäschst mein Erbgeschirr. Verstanden? Da wird doch nichts aus. Wirst du nicht glauben, dass der das macht? Alicia, wir müssen Mario jetzt sofort anrufen und ihm sagen, dass das Geld bald kommt und er noch durchhalten soll. Okay. Entschuldige, kann ich dich bitte mal einen Moment persönlich sprechen? Tut mir leid, ich muss zum Training. Henrik! Worum geht's denn? Der Tom, der... Also, es wird Zeit, dass er den Sprung schafft. Ich meine, aus dem soll ja mal was werden. Ein richtiger Profi. Ja und? Ich habe gehört, er hat dich im Training umgetreten. Ich habe ihm dafür die Ohren lang gezogen. Das kommt nicht wieder vor. Das verspreche ich dir. Ich muss jetzt los. Henrik! Vielleicht hast du Lust, mal für ihn auf dem Spiel zu verzichten. Wie bitte? Vielleicht hast du was anders vor. Ich meine, für dich ist es doch nicht so wichtig, das Spiel. Es tut mir leid, ich habe nichts anderes vor. Warte doch. Ich habe auch... Es soll doch nicht umsonst sein. Sag dem Trainer einfach, du bist krank. Oder du spielst so schlecht, dass er dich auswechselt. Jeder ist mal schlecht. Das ist doch menschlich. 3.000 für dich. Was meinst du? Sie sind doch total verrückt. Henrik! Lassen Sie mich los! Pass doch auf! Oh, hallo Alex. Okay, komm mal.
komm gleich. Henrik, bitte. Das ist Toms letzte Chance. Wenn er es in diesem Jahr nicht wenigstens bis zu den Amateuren schafft, dann... Wenn man dafür arbeiten muss, sind es 5.000 Mark brutto. 5.000 brutto für dich. Nein, danke. Na, Mann. Oh, Herr Peters. Was? Bis Redaktionsschluss? Nein, das ist unmöglich. Aber ich habe die Layouts gar nicht. Ach so, ja, Sie können sie mir faxen, ja klar. Was? Mein Fax ist belegt? Nein, das gibt's nicht. Moment, ich rufe Sie gleich wieder zurück. Ich sehe mal nach. Was soll die Scheiße? Was war denn das eben für eine Szene mit dem alten Kammer? Gar nichts, er hat mich nur blöd angelabert. Und die Kohle? Wofür gibt denn einem Typen wie dir 3000 Mark? Frag ihn doch selber. Oh, so eine geschissene Scheiße, wieso geht denn das nicht? Es wird ja mal langsamer hier. Ach, du bist hier an meinem Fax. Dann ist dieses Scheißding immer so langsam. Könnte ich mal erfahren, wo du hinfaxst? Nach Sao Paulo, zu unserer Kontaktgruppe. Ah, nach Sao Paulo? Könntest du mich vielleicht das nächste Mal vorher fragen? Ja. Danke. Jetzt ist die Leitung zusammengebrochen. Ja, dann mach mal einen Moment Pause. Ich erwarte nämlich ein dringendes Fax. Es geht nicht. Ich muss gleich weg. Ich bin eh schon zu spät. Jetzt mach keine Faxen. Ich muss ans Gerät. Ich hab's eilig. Tobias, ich hab's auch eilig. Kannst du da bitte mal Rücksicht drauf nehmen? Rücksicht nehmen? Das ist ja wunderbar. Also, wenn hier jemand in diesem Haus Rücksicht nimmt, dann sind das Christoph und ich. Das Wohnzimmer sieht immer noch aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Meine Farben habe ich mir Gott sei Dank selber geholt. Und diese horrenden Faxgebühren darf ich auch bezahlen. Was kann ich dafür, wenn dein Fax so langsam ist? Also erstens mal ist nicht mein Fax langsam, sondern das in Brasilien. Und zweitens mal, Alice, dein soziales Engagement in allen Ehren. Aber wenn irgendwelche Probleme auftauchen, dann wälz die bitte nicht auf Christoph und auf mich ab. Ja. Das ist dein Bier. Klar, dir ist das ja alles scheißegal. Ob in Brasilien die Kinder verhungern, was kümmert's dich? Hauptsache, dein Kühlschrank ist voll. Ach, Alicia. Schade, ich dachte, du bist nicht so ein spießiger 68er, aber dein Horizont reicht auch nur bis zum Gartenzaun. Ich bin weder ein Spießer noch ein 68er. Ich habe lediglich eine Familie zu ernähren und dafür muss ich arbeiten. Und dazu brauche ich dieses gottverdammte Fax. Und zwar jetzt! Klar, es gibt auf der Welt auch nichts Wichtigeres als deine beknackten Comics. Ist Claire da? Nein, die ist doch in Stuttgart. In Stuttgart? Ja, sie ist doch von der John Cranko Akademie angenommen worden. Hat sie dir das denn nicht erzählt? Nein, hat sie nicht. Sie wird jetzt dort 3 Jahre leben, im Internat. Der Abschied ist ihr sehr schwer gefahren, gerade auch von dir. Ich habe sie doch gestern noch gesehen. Warum hat sie mir nichts davon erzählt? Ich bin sicher, sie wird dir bald schreiben. Schreiben? Claires Leben ist nun mal das Ballett. Das müssen wir akzeptieren. Die Idee mit Stuttgart, das kam doch von Ihnen, oder? Es war Ihre freie Entscheidung. Sie haben Claire dazu gedrängt. Aber nein, Henrik. Und Sie haben ja auch gesagt, dass Sie mir davon nichts erzählen soll. Sie wäre doch sonst nicht so einfach abgehauen. Willst du nicht im Moment reinkommen? Ich... Nein, danke. Thank you.
Was soll denn das bedeuten? Was ist denn heute los mit dir? Sabotage? Es tut mir leid. Ach, es tut dir leid. Sagst du das morgen auch? Oder soll ich dich lieber gleich rausnehmen? Ich bin heute nicht so gut drauf, Entschuldigung. Das interessiert kein Schwein, wie du drauf bist. Und sowas will Profi werden. Sag's uns doch, wenn du es nicht packst. Wenn dir die Nerven flattern. Wenn du lieber im Bett bleibst. Schon gut, ich reiß mich ja zusammen. Ja, reiß dich zusammen und dreh mal 20 Runden. Kann ich Sie mal einen Moment sprechen? Was gibt's denn? Ich muss Ihnen was sagen. Ja, jetzt nicht, komm später in mein Büro. Sandmann. Herr Dreier, grüß Gott. Nein, noch nicht, aber ja, ich denke, er müsste jeden Moment kommen. Ist was passiert? Was? Das gibt's doch nicht. Wer sagt das? Moment, ich rufe wieder zurück. Henrik? Du, der Dreier hat gerade angerufen. Und was wollte er? Er sagt, ich kann es gar nicht glauben. Du hättest beim Training absichtlich schlecht gespielt. Was? Ja, und du hättest Geld dafür genommen, dass du nicht aufgestellt wirst. Ein Mitspieler behauptet, er hätte gesehen, dass du 3000 Mark Bestechungsgeld angenommen hast. Das ist doch nicht wahr. Was ist denn los? Ach, irgendjemand verbreitet üble Gerüchte über Henrik. Er hätte Geld angenommen, damit er schlecht spielt und ausgewechselt wird. Das stimmt doch nicht, oder? Nein, er hat mir zwar Geld angeboten, aber ich habe keinen Pfennig davon genommen. Wer hat dir Geld angeboten? Toms Vater. Wer ist Tom? Ist das einer aus der Mannschaft? Ja, sein Vater will unbedingt, dass er spielt. Hat sie nicht mehr alle. Und wer weiß bisher davon? Ja, wahrscheinlich nur der Trainer und der Mitspieler, der es gesehen haben will. Du musst die Sache sofort aufklären. Wie denn? Ja, ruf den Dreier an, sag ihm, das ist alles Quatsch. Und du willst einen Termin mit ihm und diesem Vater. Das ist eine absolute Sauerei. Das bringt doch überhaupt nichts. Ja, natürlich, der hat dir doch den Käse eingebrockt. Also komm, ruf ihn an, sag, du bist in einer halben Stunde da, ich fahr dich hin. Ja, komm, was ist jetzt? Sei nicht so weinerlich. Kämpfen! Und was mache ich, wenn er nicht kommt? Ja, dann bist du mit dem Dreier alleine. Das ist zwar nicht so gut, aber besser als nichts. Du musst vor allem ruhig bleiben. Ruhig und sachlich. Irgendwie ist mir das alles scheißegal. Ich habe keinen Bock mehr auf den Fußballschwachsinn. Ja, ich denke, du willst Profi werden. Da wird es immer wieder Leute geben, die dir Knüppel zwischen die Beine werfen wollen. Da musst du durch, das musst du aushalten. Sonst kannst du gleich im Bett bleiben. Soll ich mitkommen? Nee, ich glaube, es ist besser, wenn ich das selber mache. Das habe ich auch nicht anders erwartet. Auf in den Kampf. Herein. Da kommt er ja, der kleine Lügner. Bitte setz dich. Ich hoffe doch sehr, dass an der Geschichte nichts dran ist. Gar nichts ist dran. Ich kenne den überhaupt nicht. Ich habe den nie gesehen. Also bitte der Reihe nach. Alex hat mir... Der lügt auch wie gedruckt. Jedenfalls will er gesehen haben, wie Sie Henrik Geld gegeben haben. Eine unverschämte Lüge. Stimmt das, Henrik? Er hat mir Geld angeboten, ja, aber ich habe nichts davon genommen. Das stimmt nicht, ich habe... Also bitte, Herr Kammer, wir wollen doch ruhig bleiben. Wofür hat er dir das Geld geboten? Dafür, dass ich mich krank melde oder dass ich beim Training so schlecht spiele, dass sie mich gegen Tom auswechseln. Aber du warst ja auch schlecht. Unter aller Sau. Ich habe keinen Pfennig von dem Geld angenommen, das schwöre ich Ihnen. Soll ich Ihnen mal die Wahrheit sagen? Das, was Sache ist. Bitte. Henrik packt es nicht. Das wissen wir beide. Es war auch keine Schande. Er ist noch jung. Und wenn Sie ehrlich sind, würden Sie lieber wieder Tom reinnehmen. Ich... Außerdem... Was glauben Sie eigentlich, wer ich bin? Millionär? Als wenn ich so einfach 3000 Mark zu verschenken hätte. Wieso 3000? Das war einfach mal so ein Betrag. Alex hat auch von 3000 Mark gesprochen. Es waren ganz genau 3000 Mark.
Ich bin ein ehrlicher, hart arbeitender Mann. Das können Sie mir glauben. Natürlich. Sowieso habe ich das hier gar nicht nötig. Ich muss hier nicht sitzen. Wenn ich will, dass mein Sohn bei den Profis spielt, dann kriege ich ihn da auch hin. Herr Kammer. Sie brauche ich dazu nicht. Das schaffe ich schon allein. Und wenn sich dieses Milchgesicht für mein Geld zu schade ist, dann kann ich es auch behalten. Das ist ja unglaublich. Ich komme hierher. Ich werde hier unter Druck gesetzt. Ich habe mich für nichts zu rechtfertigen. Carlos? Ja. Hattest du mir nicht was versprochen? Was denn? Tu nicht so. Du weißt genau, was ich meine. Du wolltest diesen Mist hier aufräumen. Das ist kein Mist, das sind Teller. Richtig. Und diese Teller wäschst du jetzt endlich ab. Hab aber keine Lust. Denk an Mario. Bevor die Teller nicht sauber sind, gibt's auch kein Geld. Kannst du mir das Geld nicht einfach so geben, weil du mich lieb hast? Nein, Carlos. Du hast Verantwortung für dein Patenkind übernommen. Und Mario würde sehr traurig sein, wenn du ihn jetzt enttäuscht. Also was ist jetzt? Na gut. Sehr stolz auf dich. Du bist überall nur von Arschlöchern umgeben. Tja, so ist es im Leben. Du musst dich dran gewöhnen. Eigentlich kannst du froh sein, dass er dir Geld geboten hat. Das hätte auch eine Morddrohung sein können. Es gibt solche Leute, die machen sowas. Kannst du mir mal 100 Mark leihen? Was? Ja, ich muss was Dringendes erledigen. Ich erklär's dir später, bitte. Soll ich dich irgendwo hinfahren? Dann gib mir nur das Geld. Jetzt sag mir wenigstens, das Grün. Ja, ist ja gut. Verehrte Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Stuttgart Hauptbahnhof. Dort haben Sie Anschluss an einen Interregio in Richtung Karlsruhe. Ja? Darf ich dich mal stören? Ja, was gibt's denn? Ich wollte mich entschuldigen wegen dem, was ich da gesagt habe. Also, ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Irgendwie ganz schön blöd. Tut mir leid. Komm mal her. Schau mal. Oh, toll. Ja? Mhm. Ich habe mir gedacht, vielleicht könnt ihr die auf eurem Bazar verkaufen. Falls jemand will. Echt? Ja. Sind zwar nur Comics, aber es soll ja Leute geben, die so für sowas Geld bezahlen. Tobias, es tut mir echt leid. Schon gut. Komm. Habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass ich sehr stolz auf dich bin? Ja, es gibt wenig Menschen, die für andere so viel tun wie du. Manchmal bin ich richtig eklig. Ach was, das bildest du dir ein. Hm. Sag mal, gibt's heute eigentlich mal irgendwann was zu essen? In 10 Minuten. Oh. Thank you.
Könntet ihr das bitte bleiben lassen? Ich hab das nicht so gern, wenn Eppa hinter meinem Buckel rumfuhrwerkt. Entschuldigung. Was bin ich denn hier? Hast du dich einen Puff? Ja, das hier ist ein Puff. Ja. Das habe ich mir gedacht. Wie sein ganz kleiner Ball. Sie machen mir noch ganz nahet. Was denn? Standet sie dort, dann laufen sie im Kreis rum. Das macht einen ja fix und fertig. Ich hab doch gesagt, ich warte auf... Dann warten Sie bitte draußen. Und trampelt sie mal nicht da auf den Nerven rum. Sag mal, gibt's dir den Bescheid? Hallo, Claire. Hi, Henrik. Das ist ein Schulkamerad von mir. Geht schon mal vor, ich komm gleich nach. Das ist ja eine Überraschung. Ich habe gedacht, du freust dich vielleicht. Ja, natürlich. Komm, lass uns irgendwo hingehen. Ich habe dich belogen. Mit Absicht. Ich hätte es dir ja alles sagen können. Niemand hätte mich daran gehindert. Meine Mutter am wenigsten. Aber warum? Zuerst wollte ich es dir sagen. An dem Abend, als du bei mir zu Hause warst, war ich kurz davor. Ich hab's nicht geschafft. Danach dachte ich, es wäre vielleicht besser so. Warum? Weil ich dachte, wenn ich weggehe, ohne es dir zu sagen, dann hasst du mich. Und willst du nie wieder was mit mir zu tun haben. Dann wäre es für dich viel leichter. Ich verstehe das nicht. Henrik! Claire, komm zurück. Was willst du denn in dieser Kaserne? Da gehst du doch kaputt. Du bist alt genug, deine Mutter kann mit dir nicht machen, was sie will. Und tanzen kannst du auch in Starnberg. Du verstehst es wirklich nicht. Ich möchte hier bleiben. Du, es wird Zeit, ich muss zurück ins Internat. Was machst du in den Ferien? Weiß ich noch nicht. Da könnten wir doch... Es gibt einen Workshop in Edinburgh, den ich machen will. Ansonsten, ich bin viel allein und vermisse niemanden. Bald werde ich dich auch nicht mehr vermissen. Bist du mir immer noch nicht böse? Wir werden uns jetzt trennen, Henrik. Du fährst schön nach München zurück und spielst ein Fußballspiel. Wenn man was werden will, muss man alles geben. Ich weiß. Schläft denn da? Oh, keine Ahnung. Sie kommt erst am Montag. Komm rein. Mach bitte das Licht aus.
In Stuttgart? Ach, das weiß ich ja noch gar nicht. Und was macht sie da? Ah, das ist doch prima. Naja, Henrik wird schon irgendwann wieder auftauchen. Also, vielen Dank dann und entschuldigen Sie die Störung. Bei Claire ist er nicht. Die wohnt gar nicht mehr da. Aha. Und geht in Stuttgart auf die Ballettschule. In Stuttgart? Dann weiß ich, wo er ist. Wie? Henrik. Ach so, du meinst... Herrgott noch mal, wieso sagt mir dieser Kerl denn nichts? Ach, manchmal habe ich das Gefühl, er will gar nicht, dass ich an seinem Leben teilnehme. Ich würde eher sagen, er hat das Gefühl, dass du dich nicht sonderlich für sein Leben interessierst. Wieso? Ja, schaust du dir das Spiel morgen an. Morgen ist der Bazar. Ja, das können wir doch beides machen. Du weißt doch, dass ich mich nicht so für Fußball interessiere. Aber für seine Mädels schon. Jetzt hör auf. Jetzt hör mal zu. Fußball ist nun mal das Wichtigste in Henriks Leben. Du kannst doch nicht sagen, die eine Seite meines Sohnes interessiert mich, da will ich alles drüber wissen, und die andere Seite ist mir scheißegal. Du meinst also, ich soll da hingehen? Ja. Was machst du denn hier? So ein Spiel kann man sich doch nicht entgehen lassen. Du hast den Fan mehr, du. Super Spitze, super. Da läuft jetzt wahrscheinlich gleich die Riesensiegesfeier. Aber wir haben leider keine Zeit, wir haben einen Termin. Alicias Bazar. Ich fahr mit. Hier. Willst du denn nicht feiern? Nee, keinen Bock. Danke, dass du gekommen bist. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich noch ein Tor geschossen. Ich war gestern Nacht bei Claire in Stuttgart. Das haben wir uns schon gedacht, stell dir vor. Ja, und sie hat mich verlassen, wegen ihrem Ballett. Oh, warum ist denn das nötig? Keine Ahnung, sie hat gesagt, wenn man irgendwo Erfolg haben will, dann darf man nur dafür leben. Und dann darf es nichts anderes mehr geben für einen.
Das finde ich ein bisschen übertrieben. Es gibt bestimmt auch Leute, die Erfolg haben und trotzdem eine glückliche Beziehung führen. Das glaube ich nicht. Die tun alle nur so. Gar nicht so doof, dein Sohn. Unser Sohn. Hey, da seid ihr ja endlich. Hey, wir haben mich ja kaum gefunden, so voll ist es hier. Ganz schön was los hier. Die Leute kaufen wie die Wilden. Bemalte Steine, das ist viel origineller als bemaltes Geschirr. Und, habt ihr gewonnen? Mhm. Knapp, ja. Wie viele Tore hast du geschossen? Eins. So wenig. Ja, immerhin sind die Jungs bayerischer Jugendmeister geworden. Das haben sie ihm zu verdanken. Wo sind denn die anderen Bilder? Alle schon verkauft. Stück für 80 Mark. Die Leute haben gar nicht gehandelt. Ach. Ich habe auch was zu verkaufen. Was soll das denn jetzt? Ich scheiß auf den Erfolg und den ganzen Mist. Sollen andere alles geben. Mein Ding ist es nicht. Das sind Zauberschuhe. Mit denen triffst du jedes Tor. Echt? Mhm. Ist das dein Ernst? Nächste Woche steht er wieder auf dem Platz. Ist es von Matthäus? Klar. Jetzt tu was. Was? Tu was. Ach, was kostet das Hemd? Also, unter 200 Mark läuft da gar nicht. 200? Ach, das ist ja geschenkt. Dann nehme ich aber die Schuhe auch gleich noch.